genau, und bekommst dieses Video über meinen Juli und August. Das Video ist jetzt eigentlich direkt übergehend von dem Video, wo ich in Berlin war. Denn ich bin mit dem 9-Euro-Ticket von Berlin aus bis nach Gießen gefahren, was erstaunlich gut funktioniert hat. Ich war nur einmal in einem Zug, wo ich nur stehen konnte, weil es halt so voll war. Alles andere war wirklich okay. Deshalb wünsche ich mir echt, dass das 9-Euro-Ticket auf jeden Fall wiederkommt. Beziehungsweise es gibt ja jetzt das 49-Euro-Ticket, glaube ich. Also immerhin irgendeine Vergünstigung, weil das war wirklich so eine Erleichterung, dass man sich keine Gedanken um das Bahnfahren machen musste, also vom Preis her. Ich bin dann gegen Mittag in Gießen angekommen und habe mich endlich mit Freunden getroffen, die ich in Sydney kennengelernt habe. Also wenn ihr mein Video von meinen Orientation Days in Sydney kennt, kennt ihr auch Emily und Anton schon. Und Lina kennt ihr ja sowieso, die war jetzt schon ein paar Mal in meinen Videos dabei. Und haben uns aber endlich nach 2,5 Jahren getroffen, was richtig cool war. Das Ding. Ich kann auf Bowling gehen. Da kommt man gar nicht so gescheit drauf. Ah! Check. In Gießen selbst kann ich auf jeden Fall den Botanischen Garten empfehlen. Der war richtig cool und ist auch natürlich kostenlos vom Eintritt her. Ui, Gott! Auf der Rückfahrt haben wir dann einen Zwischenstopp in Mannheim gemacht. Das geht ja auch mit dem 9-Euro-Ticket easy, wenn man keine Zugbindung hat. Und wir haben davor so ein bisschen geguckt auf Too Good To Go, ob es irgendwas gerade passend geben würde. Und wir haben tatsächlich eine vegane Bäckerei gefunden, von der wir dann richtig viel bekommen haben. Einfach schon so ganz viele süße Teilchen und Brötchen und Brezeln. Und wir hatten wirklich viel zu viel für uns zwei eigentlich. Aber wir haben dann noch eine Freundin in Mannheim getroffen und später natürlich auch was mit nach Hause genommen. Aber das war wirklich so cool. Nice. Dann geteilt einfach. Ja, also okay. Jedes. Unter coolen und winken. Ich habe mich ja jetzt ein bisschen länger nicht gemeldet, aber ich komme gerade aus Berlin und gehe jetzt einfach gleich auf ein Festival. Also meine Wochen sind im Moment so durchgeplant, das ist richtig crazy. Aber ich freue mich so riesig, weil das Festival halt seit 2 Jahren nicht mehr stattgefunden hat. Und ich endlich meine Freundin jetzt wieder sehe, nachdem ich weg war. Das ist richtig cool. Aus, doch die Sonne geht gerade auf. Und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich zum Atmen brauch. Auf, ich seh bis 10, den Plan rausgehen, dass sie mich sehen. Schon wieder ewig nicht gemeldet. Wahrscheinlich das letzte Mal vor einem Monat. Was richtig krass ist, weil ich da das letzte Mal wirklich in der Schule war, weil wir da unser mündliches Abi hatten. Klar, danach hatten wir noch so Abi-Streich und Abi-Ball, aber ja, seitdem war ich eben nicht mehr in der Schule. Und es fühlt sich im Moment halt irgendwie noch so an, als ob ich einfach Sommerferien hätte und dann in einem Monat oder so halt wieder zurück in die Schule gehe. Ich warte immer noch drauf, bis ich wirklich die Realisation habe, dass wir nie wieder in die Schule gehen. Es ist richtig crazy. Gleichzeitig hatte ich auch irgendwie noch gar nicht die Zeit dazu, das wirklich zu realisieren, weil ich ja gleich nach dem mündlichen Abi mit Leuten aus meiner Stufe campen gegangen bin. Und dann war ich in Berlin und dann habe ich Freunde in Deutschland besucht und so. Und jetzt bin ich seit einer Woche wieder zu Hause und
habe halt auch jeden Tag was gemacht, was richtig, richtig krass ist. Ich weiß nicht, was ich sonst so erzählen soll. Natürlich will ich auch endlich mal wieder Videos schneiden. Dafür sollte ich jetzt auch Zeit haben. Aber wenn ihr das seht, habe ich es geschafft. Bin mal wieder gespannt, wann das online kommt. Aber hey, keine Ahnung, ich mache das ja eh mainly für mich. Dass ich die Sachen halt einfach an sich in Erinnerung habe. Ja. Achso, das ist übrigens mein Knie. Frag mich nicht, wie es dazu kam. Ich habe immer irgendwo blaue Flecken. Ja. Habe ich sonst irgendwas zu erzählen? Weiß nicht. Aber ich find's cool, mich manchmal einfach so hinzuhocken und ein bisschen zu erzählen. Jetzt fahre ich einfach auf den nächsten Flohmarkt. Finde ich auch sehr nice. Und danach muss ich endlich mal meine Pflanzen umtopfen. Ich finde es gerade selber sehr wild, aber ich gehe einfach zu einem Jeremias-Konzert. Und das bei 40 Grad. Aber yo, ich freue mich so krass drauf. Das wurde jetzt um ein halbes Jahr verschoben. Aber jetzt ist es endlich soweit und wir sind zum Glück noch fast alle da und können ja jetzt nochmal alle so zum Abschluss praktisch zusammen hin, bevor wir alle irgendwohin wegfahren. Das ist echt krass. Was zu häkeln. Das kommt auch gefühlt so ein paar Mal jedes Jahr. Und ich habe die Wolle in meiner Schublade rumliegen. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, auf was ich denn so Bock habe. Und ich kenne Pinterest so als Inspiration gerade für so crafty Sachen immer sehr empfehlen. Das wird mein Top. Und ich hoffe, es wird irgendwie ganz fancy. Und passt dann auch nice. Ja, ich hätte irgendwie mal wieder Lust drauf. Ich dachte, ich erzähle mal wieder ein bisschen. Erstmal zum Konzert. Das war mega schön. Wir waren leider nicht ganz vorne, so wie bei Faber. Weil wir noch auf einen Kumpel gewartet haben. Aber es war trotzdem richtig schön. Vor allen Dingen, weil ich wirklich bei allen Liedern mitsingen konnte. Und das sogar, obwohl ich nicht mehr aktiv irgendwie die Liedtexte gelernt habe, sondern die Lieder einfach so oft gehört habe, dass ich sie wirklich schon konnte. Das war echt crazy und ja, das finde ich einfach das Schönste, wenn man halt gemeinsam zur Musik vibet, weil es haben fast alle mitgesungen. Es war echt cool. Und dann haben sie auch noch ein paar unreleased Songs gespielt. Das war natürlich auch mega nice. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, Faber fand ich echt besser, auch von der Live-Performance her. Weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass wir in Berlin waren dafür, aber ja. Und ansonsten arbeite ich gerade die ganze Zeit Vollzeit, einfach um mir Australien finanzieren zu können. Aber ich habe es trotzdem letzte Woche geschafft, jeden Nachmittag noch was zu machen, was ich echt cool finde. Und dann am Wochenende haben wir unseren Game of Thrones Marathon weitergemacht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal davon erzählt habe, aber das haben wir letztes Jahr angefangen. Und ja, wir sind noch nicht fertig und wir müssen fertig werden, bevor wir alle weggehen. Deshalb, ja, haben wir das gemacht, aber es ist jedes Mal sehr cool, weil wir dann auch irgendwas dazu kochen oder so. Und ja, einfach chillen. Das ist echt nice. Und gerade eben habe ich ein paar Bilder für Vinted gemacht, weil ich ja, am liebsten alles halt verkaufen will, bevor ich nach Australien gehe.
Und ja, das feiere ich jedes Mal auch irgendwie, auch die Sachen dann hochzuladen und andere Sachen anzugucken. Und auch Sachen zu finden, die ich dann selber anziehen will, weil ich ja auch teilweise Sachen von meiner Mutter oder meiner Oma verkaufe. Und das Shirt zum Beispiel ist von meiner Mutter und das habe ich jetzt an, weil ich es richtig nice finde. Ja. Ich fahre jetzt vor der Arbeit noch zu einer Freundin, um ihr Tschüss zu sagen, weil sie einfach morgen nach Peru fliegt. Was so crazy ist, sie ist halt so fast die erste von uns, die jetzt einfach ins Ausland geht. Und zwar für ein Jahr, was richtig krass ist. Ich bin auch richtig neidisch, weil ich auch so gern nach Südamerika möchte. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade Brownies gebacken als kleine Überraschung und die nehme ich jetzt mit. Und ja, mein Gefühl kann ich so nicht realisieren, dass sie dann einfach weggeht und wir uns halt ewig nicht sehen werden und das dann auch irgendwie, ja, so das Ende von unserer Schulzeit jetzt wirklich ist. Aber hey, das, ja, irgendwann realisiere ich das alles noch und dann, wow. Und noch eine Sache, die ich einfach voll vergessen habe zu erzählen. Ich habe ein Interrail-Ticket gewonnen. Das ist einfach so krass, vor allen Dingen, weil die erste Runde ja schon, also nicht die erste Runde, aber die Tickets eigentlich schon im Mai verteilt wurden und man halt die Benachrichtigung bekommen hat, ob man dabei ist oder nicht. Und ich wurde halt nicht genommen. Und irgendwie dachte ich, dass die Leute auf der Nachrückliste halt auch schon längst benachrichtigt worden wären. Aber ich habe einfach letzte Woche so richtig unerwartet dann noch die E-Mail bekommen, dass ich doch ausgewählt wurde oder halt nachgerückt bin. Ja, das ist so krass. Ich kann jetzt halt leider nicht mehr irgendwie für einen Monat noch weg, weil ich halt schon alles verplant habe, bis wir nach Australien gehen. Ja, und deshalb versuche ich jetzt noch für 2 Wochen damit rumzureisen, nachdem ich halt arbeite und vor Australien, wodurch ich halt basically gar keine Woche mehr habe, wo ich nichts tue. Aber ich freue mich so unglaublich drauf und ich liebe es allein jetzt schon, alles zu planen. Es ist so krass, Mann. Sanna fliegt einfach morgen. Und so sieht es jetzt von weiter weg aus. Ich lieb's einfach. Ende August bin ich dann noch mit Lale und Line nach Ulm gefahren und wir waren im Museum für Brot und Kunst. Ja, das gibt's und das ist erstaunlich cool. Also vor allem diese Kombination ist natürlich richtig witzig. Und es ging dann auch nicht nur um Brot und um Kunst und Brotkunst, sondern auch generell um so Konsum auf der ganzen Welt und halt auch Kritik da natürlich. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr mal in Ulm sein solltet. Und danach haben wir einfach noch so ein bisschen die Stadt erkundet und ja, war richtig schön. Mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und als nächstes kommt dann ein Video darüber, was ich so im September getrieben habe.